Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. Wir befinden uns hier in den Eisflügelhöhen und wollen jetzt gleich das Spiegellabyrinth einmal betreten. Dort soll sich die Arche befinden und der Dämon Akan. Schauen wir mal. Wir wollen das Ganze natürlich wieder auf dem Schwierigkeitsgrad schwer versuchen. Unsere Gegenstandsstufe ist 286, empfohlen wird 250. Da sind wir also weit drüber. Ja, lass uns mal schauen, dass wir das hier irgendwie hinbekommen. Und am besten natürlich ohne Tod. Okay, diese ein Monster hier scheinen zu explodieren, wenn sie uns berühren. Da sollen wir dann auch gucken, dass wir ausweichen. Hier haben wir einen schönen Aussichtspunkt, den wollen wir natürlich auch mal aktivieren. Dann sehen wir hier einmal das Spiegellabyrinth und seine unterschiedlichen Ebenen, einschließlich Monster, die auf uns warten. Scheinen so ein paar Golems zu sein dort hinten. Ah ja, sehr schön. Genau, und die Dinger explodieren. Bis auf ein, zwei Fähigkeiten machen unsere Fähigkeiten wirklich nicht so viel Schaden. Also eher so hier die, die ein bisschen längerfristig gehen. Ja, kommen alle her. So, wir gucken mal, was hier los ist. So, da sollen wir rein. Na, ob das nicht eine Falle ist. Okay, hier tut sich ein neuer Weg für uns auf. Natürlich können wir ihm nicht durch dieses Portal folgen. Es wäre auch zu einfach gewesen. Wir versperren so ein paar Kristalle uns den Weg. Aber für unser riesiges Schwert ist das kein Thema. Hier sind die Golems, die wir vorhin gesehen hatten über den Aussichtspunkt. Mehr raus, wie scheint. Wollen wir das mal zerstören hier, das Portal. So. Dann sind die Gegner nämlich auch weg. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Stück einer Steintafel. Ein Brief an meinen Freund. Zweiter Teil. Diese Hälfte der Steintafel zeigt einen alten Mann, der sich im Labyrinth befindet und eine Abbildung der Sonne hochhält. Einer seiner Finger zeigt auf den Glaskristall, der sich tief im Spiegellabyrinth verbirgt. Ja, mal sehen, ob wir vielleicht den dritten Teil auch noch finden. Das wäre natürlich super. Da kommen schon neue Gegner dazu. Mal sehen, ob wir die auch noch ausschalten können.
So, der Riese ist besiegt. Der hat uns aber auch ordentlich Schaden zugefügt, muss man sagen. So, und wir nutzen immer mal unsere Heiltränke nebenbei, damit wir da auch mal ein bisschen was von verbrauchen. Da zerstören wir das Portal einfach mal direkt. Ja, der hat gesessen. Ach, schaut mal, hier unten sind auch noch Portale. Und hier hinten ist noch eins. Wollen wir auch mal schnell zerstören, dann zerfallen nämlich die Golems hier auch. Zumindest einige von denen. So, hier oben haben wir auch noch eins. Ja, in allen vier Ecken soll Liebe drin stecken. Ist hier jetzt nicht der Leitspruch, aber. So, wir halten ein bisschen Augen offen nach dem dritten Teil der Geschichte. Vielleicht finden wir die auch noch. Manchmal erkennt man es so ein bisschen am Boden, dass dort was liegt. Na, schade. Ja, das ist die Labyrinth-Torwache, da müsste sich dann gleich hier ein neuer Bereich aufmachen. Gehen aber hier unten nochmal kurz rein und schauen mal. Ja, hier lässt sich leider nichts finden. Da ist eine... Ne, sah nur so aus wie eine Steintafel. Manchmal täuscht das auch ein bisschen. So, unter dem schmelzenden Eis ist ein Spiegel. Okay, hier kommen wir vielleicht durch. Ja. So, sehr schön. Was kriegen wir denn da? Nur Schrott, Leute. Nur Schrott. Können wir alles zerlegen. Okay, und hier ein kurzer Brief. Den dritten Teil, und ihr seht hier, wir kriegen etwas im Abenteurer-Folianten. Ein Brief an meinen Freund, Teil 3. Ich habe deine Botschaft erhalten, dass du dabei bist, im ewigen Schlaf zu fallen. Ich vergaß, wie kurz das menschliche Leben ist. Da ich selbst nicht unsterblich bin, werde ich mir einen Ort suchen, an dem ich mich verstecken kann. Wie du weißt, bin ich für einen Jotz ziemlich kompetent. Solange ich also am Leben bin, wird das, worum du dich sorgst, nicht eintreten. Also Ruhe in Frieden, mein Freund. So, jetzt können wir mal gucken, hier Abenteurerfolianten. Hier werden diese verborgenen Geschichten nämlich angezeigt. Hier seht ihr jetzt, dass wir die entdeckt haben. Und auch das zählt natürlich hier alles mit rein. Wir haben schon 32,9%. Und ja, die anderen sind vermutlich irgendwo versteckt. Aber wie gesagt, ich finde es immer ziemlich schwierig, die zu finden. So, hier laufen wir einfach mal dran vorbei. Die bekriegen sich hier alle so ein bisschen. So, hier können wir dann vielleicht mal ein bisschen Kraft investieren. Oh. Ja, da haben wir uns ein bisschen zu viel zugemutet. Ja, war wohl nichts mit nicht sterben. Da hat doch unser Heiltrank nichts gebracht. Oh.
So, das sieht doch schon besser aus. Achso, wir müssen hier wirklich alles töten, was keucht und fleucht. Okay. So, geht's jetzt hier auf? Ah, okay. Jetzt können wir es kaputt hauen. Alles klar. So, besiege die Pestlegionsdämonen im Labyrinth. Ja, hier müssen wir jetzt tatsächlich ein wenig mitmischen. Boah, viel zu viele Gegner. Ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen sollen. Ja, da geht ein bisschen zu viel Schaden auf uns. Aber wir haben genügend Phönixflaumen, dass wir uns keine Sorgen machen, Leute. Wie gesagt, wir haben halt auch nicht so die Möglichkeit, ausreichend Schaden auszuüben. Weil viele unserer Fähigkeiten irgendwie gar nicht so viel Schaden machen. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp da für mich. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, was man da nochmal machen könnte. Oder optimieren könnte. Ich kenne mich da natürlich auch noch nicht so aus. Ist das erste Mal, dass ich Lost Ark spiele. Und ich weiß, dass es ja einige Profis unter euch gibt, die auch schon auf russischen Servern gespielt haben. So, diesmal sind wir da nochmal rausgekommen aus der Nummer. Aber der Schaden, den die verursacht haben, ist schon extrem. So, findet den versteckten Pfad im gefrorenen Spiegel. Jetzt müssen wir natürlich so ein bisschen aufpassen, dass wir uns hier auch regenerieren. Ah, das ist nochmal so ein großer. So, was haben wir denn hier Schönes? Der Spiegel ist erodiert und zerbrechlich. Okay, wir kommen tiefer in den Abgrund. Okay. Ja, was können wir da machen? Außer fliehen. Ah, wir treffen uns meistens. Und ja, draufhauen macht auch keinen Sinn. Dann leidet man lieber den Schaden ein wenig. So, besiege den Knochenkreuz Kardos. Hier ist er. Ja, na klar. Und zusätzlich kommen ja auch noch Gegner auf uns zu. Warum auch nicht? Ah, Mist. Das sollte so natürlich nicht sein. So, gleich haben wir ihn so weit, dass er hier die Widerstandschance auf 0 hat. Dann ist er auch so ein bisschen genau jetzt. Jetzt haben wir die Chance. Zack. Und haben ihn besiegt. Sehr schön. Was haben wir hier Tolles bekommen? Können wir leider nichts von gebrauchen. Hier die Münze können wir schon mal anwenden.
Ah, ich bin jetzt auch nicht mehr so sparsam mit den Heiltränken. Also ich versuche die jetzt wirklich auch zu nutzen, sobald unsere Gesundheit schon ein bisschen leidet. Okay, das läuft doch bisher ganz gut. Ja, die machen unglaublichen Schaden, muss man sagen. Das ist schon nicht mehr feierlich. Aber wir haben es überlebt. Diese Macht, ich kann sie spüren. Die beschwerliche Reise durch diese gefrorene Einöde war es doch wert. Das Schmuckstück von Regulus wird mir die Lebenskraft geben, die ich brauche. Ich werde einen neuen Körper haben. Neues Fleisch, das nie verwesen wird. Ihr atmet also noch. Dieser Atem, dieses Leben, es gehört nun Akan, dem Herrn der Pest. Komm, Sterblicher, erzittere und schreie im Angesicht des Verfalls! Okay, dann mal los! Okay, gerade nah bei ihm bleiben hat geholfen. Schnell weg! Ein bisschen Schaden ausüben hier, bevor er wieder zurückkommt. Okay, was machst du? Ja, unsere Fähigkeiten gehen aus. Okay, das war's mit ihm, Leute. Haben wir doch gut geschafft. Waren die Opfer nicht ausreichend? Die Dunkelheit wird niemals schwinden. Wir werden euren Kopf wie einen Ballon platzen lassen und mit eurem Blut anstoßen. So soll es sein. Okay. So, Leute, ich glaube, die Arche ist unser. Das ist die Arche.
Dieses Labyrinth war hier für Jahrhunderte verborgen. All das nur, um die Arche zu verstecken. Ihre Macht ist viel zu groß, als dass Shushire sie schützen könnte. Held, das Schicksal der Welt lastet nun auf euren Schultern. Ihr müsst die Arche beschützen, dieses Geschenk des Lichts, das die Götter dieser Welt geschenkt haben. Alles klar, wir schauen hier mal, da gibt es noch eine Kiste. Können wir die vielleicht nochmal öffnen? Scheinbar nicht. Du hast Shushire wahre Freiheit gebracht. Danke, Yennick. Bitte komm ins Dorf Riegens, wir werden dort alle auf dich warten. Die Arche schlummerte lange im Labyrinth. Endlich hat sie einen würdigen Helden gefunden. Ich meine dich, Torus. Auserwählter Krieger des Lichts, bitte nutze die Macht der Arche stets nur für das Gute. So, jetzt kommen wir hier ran. Ja, wir bekommen ein paar Kristalle und einen Schatz. Ja, da ist unsere Ausrüstung drin, die wir hier als Belohnung eigentlich kriegen. Und ja, das hätten wir uns auch sparen können. Wir hätten das Ganze auch auf normal spielen können. Haben hier echt nichts bekommen, was uns in irgendeiner Form weiterhelfen könnte. Schade. So, und wir spielen das Lied der Flucht. Und wären hier soweit fertig. Ja, wir sollen zurück in die Stadt Riegens. Das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und ja, lasst gerne mal einen Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr drüber freuen. Und schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es weitergeht mit Lost Ark. Also, bis dahin, liebe Leute.